In gut einer Woche steigt hier das Relegationsrückspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ein Haching-Fan ist heute schon da. Warum so früh? Ich habe mir gedacht, Saarland ist so schön, Wetter passt, geh nochmal schwenken, Oma besuche nicht mal an. Also ich laufe heute vor zu Fuß von hier aus zurück nach Unterhaching, Stück für Stück, dass ich am Sonntag pünktlich zum Spiel in Unterhaching bin. Okay, du läufst die komplette Strecke. Wie viele Personen haben dir die letzten Wochen gesagt, dass du verrückt bist? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, es waren zu viele. Viele. Okay, konkret, wie sieht dein Plan aus? Wie sehen die Etappen aus? Wie viele Kilometer willst du am Tag arbeiten? Heute geht es mit 50 los, dass wir dann so um 8 ungefähr da sind, dass es schön Abendessen gibt und dann ja, morgen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils 70 bis 80, dass halt dann am Sonntag möglichst wenig nur noch zu laufen ist. Wie schnell willst du das angehen? Mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit? Ja, ich fange mit 10 km/h so in etwa an und dann mal gucken, wie lang es gut geht. Okay, und wie bereitet man sich auf so einen Trip vor? Laufen, 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 essen, essen, essen. Ansonsten, mein Gott, viel mehr tun kann man eigentlich nicht. Konkret, was nimmt man da zu sich? Ich denke, der Körper ist in Höchstleistung. Mit was ernährst du dich die nächsten Tage? Nudeln, Kartoffeln, Reis, Fisch, Fleisch, Pizza, schwenken hoffentlich unterwegs irgendwann mal. Alles, was reingeht. Okay, ihr seid habt ein Begleitfahrzeug dabei, ein Wohnmobil. Wie können sich die Leute denn sicher sein, dass du nicht dich gleich ins Wohnmobil sitzt und 4 Tage Urlaub im Schwarzwald machst? Dafür bin ich zu sehr Sportler, dass ich das mache. Also ich will das zu Fuß durchstehen bis nach Unterhaching bis Sonntag und das Wohnmobil ist zum Schlafen da für mich. Ansonsten wird da nichts drin gemacht. Du hast ja mit diesem Lauf noch eine Aktion laufen. Was genau ist das? Ich bin Sportbotschafter vom Kinderhospiz in München, sammle dann im Rahmen von einem Lauf eben Geld für das Kinderhospiz, um ja, die Kinder und die Familien in ganz Bayern zu unterstützen. Okay, wenn man jetzt begeistert ist von deinem Lauf, was kann man tun, um dir zu helfen und deinem Projekt? Zum einen ganz einfach für eine Facebook-Seite mir folgen, da gibt es einen Spendenlink oder www.tom-lammes.de, meine Homepage. Da ist alles ganz einfach verlinkt und dann ganz einfach ausfüllen. Also selbst einer hat, glaube ich, von euch schon 19,07 Euro gespendet für euer Gründungsjahr. Wenn das 10, 20, 30 Leute machen, wäre eine absolut geile Aktion. Und ja, das Geld kommt super an und ja, würde mich freuen. Okay, du sagst, du willst am Sonntag ankommen, pünktlich zum Hinspiel der Relegation. Was erwartet dich in Unterhaching? Ein wahrscheinlich ausverkauftes Stadion mit einer hammergeilen Stimmung, wie es in K.O.-Spielen immer war, wie jetzt in der Saison auch gegen Mainz. Es ist schon gut voll und ja, es wird auf jeden Fall eine geile Stimmung und ein hoffentlich spannendes und geiles Spiel für uns. Okay, dann wo geht es jetzt gleich los? Was ist der erste Zielort heute? Rotalm in der Pfalz. Okay, dann wünschen wir dir für deinen Trip alles Gute und natürlich auch der Spielvereinigung Unterhaching alles Gute für die Relegation, aber erst für die im nächsten Jahr. Ja, euch tut es mir leid, weil ihr echt ein schönes Stadion habt und noch ein Jahr Regionalliga. Das bitte nicht machen. Also ich wünsche mir einfach 2 faire Spiele, schöne Zuschauer, viel Stimmung. Also ich bin ehrlich, wenn es am Ende nicht reicht, weil Elversberg besser war, dann bin ich auch so sportlich und gratuliere hier den Leuten, weil es einfach dazugehört. Okay, vielen Dank, Tom. Guter Lauf.